Hallo, wir sind eine Projektgruppe von der SAE Bochum und wir machen unser Bachelorprojekt. In diesem werden wir einen Webcomic erstellen, wir werden Vlogs drehen über die Erstellung des Webcomics und am Ende wird ein animierter Trailer dabei rausspringen und der wird ziemlich cool. Ich bin Lara, ich leite das Projekt und... Ich bin die Coco, ich bin eine von den beiden, die den Comic zeichnen wird. Ich bin Jessie, ich bin die andere, die den Comic mitzeichnen wird. Ich bin der Pascal, ich drehe die Vlogs und animiere hinter den Comic. Und ich bin Moritz und ich bin für den kompletten Ton zuständig. Ja, wie gesagt, werden wir einen Webcomic anfertigen für unser Bachelorprojekt. Und in diesem Webcomic geht es um die Vorgeschichte unserer beiden Charaktere. Die beiden Charaktere entspringen aus dem Universum von Das Schwarze Auge. Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, das von Ulysses rausgebracht wurde und auf das wir durch meinen Bruder gekommen sind. Und jetzt mit 5 Freunden von uns regelmäßig spielen. Ja, also mein Charakter heißt Kain Dabenstein und er ist ein Baronssohn aus dem Bornland. Das ist so ein bisschen eine verschneite Gegend, die im Norden liegt. Und seine Familie besitzt dementsprechend auch ein großes Anwesen. Und haben jedoch ein Problem, und zwar, dass sie nicht so genau wissen, wie sie an Waffen kommen sollen. Und da es so kalt ist, brauchen sie irgendjemanden, mit dem sie Pelze tauschen könnten und was natürlich im Gegenzug geben könnten. Ja, da kommt dann mein Charakter ins Spiel. Das ist Tranemai von den Maurerwahn. Das ist ein Charakter aus einer Elfensippe. Das ist eine Vierenelfensippe, die ganz oben im Norden lebt. Und die Freundschaft hat sich dadurch entwickelt, dass es oben im Norden ja logischerweise kein Obst gibt, kein Gemüse und sowas. Und die Charaktere von uns, die tauschen dann Felle gegen Obst oder Leder gegen Gemüse. Und über die Jahre hat sich dann eine Freundschaft zwischen meinem Charakter, dem Tranimael, und dem großen Bruder von ihrem Charakter entwickelt, wodurch sich ein Pakt ergeben hat, der sich darin auszeichnet, dass wenn einer von den beiden Familien angegriffen wird, egal worum es geht, wird die andere Familie dort sein und helfen. Genau. Ja. Und der Ernstfall tritt dann auch ein, also die Familie von meinem Charakter, also von den Rabensteins, wird angegriffen von Paktierern. Und dadurch bricht eine große Schlacht aus, in der die Menschen und die Elfen zusammen kämpfen werden. Und wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten und das werdet ihr dann auch alles lesen können. Im Moment arbeiten wir noch an den Konzepten und das ist alles noch ein bisschen in Arbeit. Aber wir haben schon die Story fertig, wie ihr schon gehört habt. Und eigentlich läuft alles so, wie es sein sollte. Ja, und bis zum nächsten Vlog wird sich das dann so entwickelt haben, hoffentlich, dass wir die Konzepte fertig haben, die wir euch dann zeigen können. Und dass wir die ersten Seiten fertiggestellt haben und mit unseren Teamkollegen besprochen haben, welche von den Seiten dann letzten Endes in den Trailer kommen. Genau. Und wir werden auch noch eine Facebook-Seite erstellen, Twitter. Tumblr. Und Tumblr, wo ihr dann auch unser Comic finden werdet. Und sobald der auch hochgestellt wird, werdet ihr die Links in der Videobeschreibung finden. Oder hier unten im Video.